Hallo zusammen. So, letzten Sonntag war wieder Race Day. Was haben wir gemacht? Wir sind mit den 1:10ern, haben uns ein Parcours abgesteckt gehabt. Ich habe dabei gehabt meinen Reelie TC04 und einen, wer gerade es glauben, Tamiya TT02. Mit dabei waren Fahrzeuge von SNRC. Keine Frage, super Autos, gell? Aber ich durfte feststellen, der TT02 mit nicht übermotorisiert, sondern einfach mit einem 17-Turn-Motor drin, war eigentlich so nicht mal so schlecht für den Parcours. Also man hat gut gesehen, dass die Leistung allein, wie es jetzt der TC04 hat bei mir, du konntest diesen Kurs gar nicht so richtig fahren, weil ja, das Auto war schlichtweg übermotorisiert. Wenn du rausbeschleunigt hast, hat er sich quergestellt. Natürlich auf so einem Parkplatz der Grip auch nicht so das Wahre. Und wenn ich wahrscheinlich gestoppt hätte, hätte ich festgestellt, dass ich mit dem Tamiya TT02 mit Sicherheit bessere Rundenzeiten bekommen hätte. Gell? Also ich war echt begeistert. Ich hätte nicht geglaubt, dass er so gut läuft. Aber am besten, ihr guckt es euch selbst an. Ich wünsche euch viel Spaß und bis dann. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. Wenn so ein Auto gefährlich steht und in der Mitte her. Oh, ich sehe nichts. So geht's halt. Das hat schon mal so eine Karambolage ausgefühlt. Was ist das, das Coole? Oh, ich gehe jetzt ab zu Wild Raid und gehe von Center, bin ich auf 65. Weil mit Vollgas geht's nicht. Aha. Jetzt taste ich mich ran, dass ich auf Sender halt gut fahren kann. Das ist halt, wenn du so ein Gläubi drauf bist.
Oh. Akku leer is. Was ich anfangs vom Video ganz vergessen habe, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, also wie gesagt, Tamiya TT02 von Ghoul RC, ein 17-Turn-Motor drin. Ich habe noch einen Lüfter mit dran gemacht, weil auf dem Parkplatz wird er dann doch als bisschen warm. Als Regler habe ich den stinknormalen, originalen Tamiya, den, ach Gott, ich muss gucken, ja, ich bräuchte glaube ich bald mal Brille, TBLE02 Regler drin. So, also der läuft auch mit dem 17-Turn, alles gut. Ansonsten Chassis, Metallkugel gelagert. Ich habe mal die Dämpfer, habe ich mal getauscht, weil diese Standard-Friktions-Gleitdämpfer, was das da sein sollen, die taugen hier gar nichts. Gell?
Ja, aber die sind auch ganz billig hier, also hier vom netten Chinesen nebenan. Reifen sind original Tamiya-Bereifung, also da habe ich auch nichts gemacht. Die gehen auch vom Grip her mit der Motorisierung. Jo, gemessen auf dieser Strecke, also ich habe jetzt keinen Speedrun gemacht, sondern allein auf der Strecke mal hat er 39 km/h. Ja, ist nicht viel, aber für so einen Parkplatzparcours eigentlich ausreichend. Also wie gesagt, viel hilft viel, ist nicht immer angebracht. Gell? Also man muss auch mit so einem Auto mal gucken, dass man irgendwie die Strecke durchkommt. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, einfach Kommentare reinfragen. Und sofern ich kann, werde ich sie euch beantworten.